Hallihallo, willkommen zurück hier bei Mass Effect 2. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach Morden Solis in dem Seuchenviertel bzw. Quarantäneviertel, wo so eine komische Gang uns davon abhalten will, hier rumzulaufen. So, dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Hinter dieser Tür. So, das sieht doch ganz gut aus. Das ist schon mal locker. Okay, was ist denn hier unten? Da liegt irgendeine Leiche. Tja, das hat anscheinend nicht ganz so geklappt, wie er sich das gedacht hat. Hatte der wohl doch die Seuche, oder? Wenn der dort gestorben ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gleich wieder irgendwelche Bandenmitglieder sind. Jo, tatsächlich. Dort vorne. Ich will die mal mit dem Scharfschützengewehr umnieten. Beeindruckend. Zack. Einer weniger. Was habe ich denn da nicht getroffen? Ach, da sind noch mehr. Zack. Schluss und Tod. Waren das jetzt alle? Nee. Zack. Oh fuck, verschissen. Gute Reise! So, jetzt aber. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, das war meine Fähigkeit. Okay. Dann hätte ich jetzt gerne meine eine Waffe wieder. Nein, die meine ich nicht. Genau, die meinte ich. So, haben wir denn jetzt hier irgendwie Munition? Müssen wir denn lang? Dort lang. Was haben wir dort oben noch? Geht's ja schließlich noch hoch. Ah, ein Medikit, 1000 Credits, da haben wir noch Munition. Munition ist immer gut. So. Ach, da liegt ja noch mehr Munition. Zack. Und dort oben liegt auch noch was. Hier haben wir nix. Okay. So. Die haben also hier hinten gechillt. So. Wer ist das denn? Modifiziertes Sturmgewehr. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Nicht schlecht. Okay, da müssten wir lang. Aber hier haben wir noch irgendwie eine Tür, die wir umgehen können. Da schauen wir noch mal rein. So. Ja, ich weiß langsam, wie das funktioniert. Aber vielen Dank für den Hinweis nochmal. Oh fuck. Scheiße. Ah. Nochmal. Da habe ich mich gleich vertan, obwohl ich gerade noch gesagt habe, dass ich weiß, wie es geht.
So, jetzt aber. Mal sehen, wer oder was hier hinter ist. Okay, da waren irgendwelche Leute. Aber die scheinen uns nicht anzugreifen. Oh, dem Himmel sei Dank. Sie sind ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Okay. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Stimmt es, dass Menschen von dieser Seuche nicht infiziert werden? Richtig. Es scheint aber eher eine Biowaffe oder sowas zu sein, weil so viele verschiedene Spezies davon betroffen sind. Die Blue Suns glauben, die Menschen wären dafür verantwortlich. Sie schießen ohne Warnung auf uns. Niemand weiß, wie viele sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Sie sagten, die Watcher wären direkt nach Ausbruch der Seuche gekommen? Direkt nachdem der Bezirk unter Quarantäne gestellt wurde. Watcher sind immun gegen Krankheiten, also konnte ihnen nichts geschehen. Keine Ahnung, wo sie herkamen. Bis dahin gab es hier nur wenige Watcher. Es sah so aus, als wären sie auf diese Situation gut vorbereitet gewesen. Aber keiner glaubt, dass die Watcher schlau genug wären, um so ein Virus zu entwickeln. Die Blue Suns brauchen einen Sündenbock, und da kommen wir gerade recht. Sie sagten, die Watcher hätten das Revier der Blue Suns übernommen? Sie haben es versucht. Aber so leicht geben die Blue Suns nicht auf. Die Seuche hat sie geschwächt. Aber sie haben immer noch genug Feuerkraft, um einen Teil ihres Reviers zu verteidigen. Die Turianer werden zurückgedrängt. Je tiefer sie in den Bezirk kommen, desto mehr Watcher werden sie sehen. Natürlich nur, wenn die sie nicht zuerst entdecken. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Wann hat das alles angefangen? Die ersten Fälle gab es vor ungefähr 2 Wochen. Niemand hat groß darauf geachtet, bis die Epidemie losbrach. Es dauert etwa 1 Woche bis zum Tod. Aber die Seuche verbreitet sich sehr schnell. 3 Tage nach dem ersten Opfer gab es schon über 50 Fälle. Plötzlich fiel allen auf, dass Menschen nicht krank wurden. Als nächstes kam die Quarantäne und dann brach die Hölle los. Wissen Sie, wie die Opfer sich angesteckt haben? Nicht genau. Vermutlich über die Luft. Aber selbst als die Blue Suns die Opfer in ihren Apartments eingeschlossen hatten, breitete sich die Seuche weiter aus. Jetzt werden die Opfer einfach niedergeschossen und auf der Straße verbrannt. Scheint aber trotzdem nicht zu helfen. Die Leute sterben weiter zu Dutzenden. Erzählen Sie mir mehr über die Blue Suns. Sie sind eine Söldnertruppe, hauptsächlich Turianer. Sie haben früher diesen Bezirk beherrscht und hielten alles ordentlich und stabil. Jedenfalls zum größten Teil. Wer seine monatlichen Schutzgelder bezahlte, hatte auch wirklich seine Ruhe. Sie haben auch gar nicht so viel verlangt. Zumindest nicht für die Verhältnisse auf Omega. Und dann brach diese verdammte Seuche aus. Überall Tote. Als nächstes kam die Watcher. Die Blue Suns verloren die Kontrolle und der gesamte Bezirk wurde zum Kriegsgebiet. Ich muss Morden Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar, ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie halten wohl nicht sehr viel von dem Doktor und seiner Klinik. Die Watcher wollten seinen Laden übernehmen. Er hat sie alle niedergemäht. Einfach so. Pop, pop, pop. Er musste nicht mal seine Max einsetzen. Dann hörten die Blue Suns, dass er Menschen Zuflucht gewährte und wollten die Klinik niederbrennen. Er hat sie auch umgebracht. Dann ging er wieder rein und hat weitergearbeitet. Eiskalt. Salarianische Spezialeinheit oder sowas. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben. Das ist eine Todesfalle. Bei Morden haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Sich in diesem Apartment zu verschanzen, hält sie vermutlich eine Weile am Leben. Aber wenn die Söldner sie nicht erwischen, werden sie irgendwann verhungern. Sie haben leicht reden. Sie sind Soldat und bis an die Zähne bewaffnet. Wir sind nur ganz normale Leute. Ja, bei Ihnen klingt es, als wären wir Feiglinge oder sowas. Ein Feigling akzeptiert den Tod, anstatt um sein Leben zu kämpfen. Wenn Sie überleben wollen, müssen Sie es sich verdienen. Ich werde alle Watcher und Blue Suns ausschalten, denen ich auf dem Weg zu Mordens Klinik begegne. Aber während ich diesen Straßenkampf führe, kann ich nicht auch noch Händchen halten. Gut, also schön.
Wenn sie uns den Weg freiräumen, können wir ihnen folgen. Wie sie richtig sagten, ist es unsere einzige Chance. Wir warten hier eine Weile und geben ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordens Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Ja, wenn sie Glück haben. Mal sehen, ob die das schaffen. Haben wir denn hier sonst noch was? Nö. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal weiter. Die haben echt komische Apartments hier. Da ist ja noch nicht mal Badezimmer drin, du. Sehr seltsam. Aber vielleicht ist das ja Omega-Standard. Könnte ich mir vorstellen. So. Wo müssen wir denn jetzt lang? Dort hoch scheinbar. Oh, da habe ich mich jetzt erschrocken. Wir wurden entdeckt. So kann ich nicht auf das Vieh schießen. Ich wollte eigentlich eine andere Waffe. Naja. Gute Reise! Einer weniger! Da hat sie wohl recht. Das wird sie umwerfen. Alter, warum fallen die denn mal um? Komm nur rüber. So. Was wird den anderen dort? Gute Nacht. Boah, Alter. Alter. Schön, einer weniger. Boah, wieso sterben die denn nicht? Nicht auf die Schieße. Los geht's. Oh, fuck, verfehlt. Ich hab noch einen Schuss. Oh Mann. Das wird sie umwerfen. Haben wir es jetzt endlich? Was rennt denn das Vieh da so rum? Wir sind wohl ins Watcher. Ah, jetzt aber. Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das ist nicht gut für sie. Erstmal Munition einsammeln. Dann können wir uns immer noch umgucken. Ach, hier hätte man auch hochgehen können. Na toll. Schön, dass ich das jetzt sehe. Es hätte es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, die zu treffen. Naja, kann man ja nicht wissen. So, okay. Müssen wir denn lang? Dort hinten rum, okay. Dann können wir wahrscheinlich hier noch irgendwas einsammeln. Hoffe ich mal. Das sieht zumindest so aus. Wir müssen dann mal demnächst schauen, ob wir irgendwie was herstellen können auf der Normandie. So an Rüstung oder sowas. Ach, da sind ja schon wieder Leute. Hey, hey, hey. Was wollen die denn? Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Die Toten bestehlen. Das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen.
Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen Sie uns erschießen? Das habe ich schon aus unwichtigeren Gründen getan. Ich glaube nicht, dass er scherzt, Mann. Hey, Moment mal. Niemand muss hier seine Waffe abfeuern. Wir hören damit auf, okay? Wir wollten nur etwas schnelle Kohle machen. Dafür draufzugehen gehört nicht zum Plan. Wir hören damit auf. Im Ernst, ich schwör's. Kennen Sie einen Salarianer namens Morden Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Erzählen Sie mir alles, was Sie über Morden Solus wissen. Der Typ ist verrückt. Er verbindet dir umsonst eine Schusswunde, aber wenn du ein paar Schmerztabletten abgreifen willst, tritt er dir in den Arsch und wirft dich raus. Mal ehrlich, Mann. Das war doch zu erwarten. Er ist mehr als ein Arzt. Kein Arzt erledigt so souverän eine ganze Einheit der Blue Suns. Ich weiß nur eins. Wenn Sie in seine Klinik gehen, sollten Sie besser keinen Ärger machen. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, Sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Ja, das will ich auch mal hoffen. Sonst komme ich nämlich wieder. Und dann bin ich nicht so freundlich wie jetzt gerade. Okay. Wir müssen uns mal angewöhnen, diese explosiven Container ein bisschen abzuschießen. Dann ist es auch, glaube ich, ein bisschen einfacher, gegen so eine Horde von Gegnern anzukommen. So. Okay, eine Tür. Wahnsinn. Und es geht bergab. Jo, Klinik. Das sieht doch gut aus. Zumindest bis jetzt. Ah, sind wir schon da. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Max anlegen. Nö, eigentlich nicht. Dankeschön für die Info. So. Wiederbewaffnung. Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Okay, Waffenspind. Gucken wir mal. Okay, zwei Optionen. Was habe ich denn hier? Okay. Achso, okay. Alles klar. Das hatten wir ja schon mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Morden hat mir das Leben gerettet. Professor, uns geht das Hypoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso. Ah, da war der schon. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier. Oh. Interessant. Da haben wir ein paar gute Sachen gefunden. Zu instabil. Ergebnisse nicht verlässlich. Demozan ist die bessere Lösung. Nein, Demozan ist für Menschen giftig. Also, keine Option. Keine Option. Oh, hier gibt's ja schön viel zu finden. Das finde ich gut. Na, geht mal weg. Professor Morden Solus? Kein Einheimischer. Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge. Keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Watcher? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Watcher nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein, zu viele Waffen. Um Himmels Willen, holen Sie doch mal Luft. Ich war auf der Suche nach Ihnen, okay? Ich bin Commander Shepard. Ich habe eine wichtige Mission zu erfüllen und brauche dazu Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Eine geheime und privat finanzierte Gruppierung der Menschen. Ihr wegen Seuche? Befällt Menschen nicht. Interesse hat mit Menschen zu tun. Nur wenige Menschengruppen kennen mich. Ausrüstung stammt vermutlich vom Militär, kein Allianzstandard. Spectres sind nicht menschlich. Korkenland ist zu instabil. Es gibt nur eine Option. Cerberus schickt sie. Unerwartet.
Cerberus hat vielleicht nicht den besten Ruf, aber wir brauchen ihre Hilfe. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Meine Mission ist das Ausschalten der Kollektoren und ich brauche ihre Hilfe. Kollektoren? Interessant. Solche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst solche aufhalten. Habe bereits Heilmittel, muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum, wird von Vorscher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich möchte nur einmal jemanden um Hilfe bitten, der dann sagt, sicher, gehen wir, jetzt sofort und ohne Bedingungen. Das Leben ist ständiges Verhandeln. Wir wollen etwas und geben etwas anderes, um zu kriegen, was wir wollen. Was zum Teufel war das? Die Watcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Watcher als praktisch erweisen. Eines noch. Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Watcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Blue Suns und Vorcha kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Dann auf zur Umweltanlage. Hat Kanone M6 Carnifex erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Okay. Na, geht doch mal weg. Ich würde mal sagen, einer von denen kriegt dann die Waffe. Und zwar Miranda kriegt die. So. Ich glaube, wir müssen hier hinten rum. Okay, aber ich würde sagen, weiter gehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und tschüss.